Für welche Werte des reellen Parameters m hat die folgende trigonometrische Gleichung Lösungen in der Menge R? Quadratwurzel von 3 mal Cosinus von 2x minus Sinus von 2x gleich m. Löse anschließend diese Gleichung in R, wenn m gleich zu Quadratwurzel von 3 ist, und stelle alle Lösungen auf dem trigonometrischen Kreis dar. Bei solch einer Art trigonometrischer Gleichung in Cosinus 2x und Sinus 2x können wir ein klassisches Verfahren anwenden. Zuerst teilen wir die ganze Gleichung durch die Vorzahl vom Cosinus, also so. 1 geteilt durch Quadratwurzel von 3, das ist Quadratwurzel von 3 Drittel. Und hier erkennen wir den Tangens von Pi Sechstel. Der Tangens von Pi Sechstel, das ist der Sinus von Pi Sechstel geteilt durch den Cosinus von Pi Sechstel. Und wenn wir dann noch die ganze Gleichung multiplizieren mit dem Cosinus von Pi Sechstel, dann erhalten wir diese Gleichung. Links vom Ist-Zeichen erkennen wir Cos mal Cos minus Sin mal Sin. Und das ist der Cosinus von der Summe dieser zwei Winkel. Rechts haben wir Cosinus von Pi Sechstel, das macht Quadratwurzel von 3 halbe. Jetzt können wir hier noch durch Quadratwurzel von 3 kürzen und somit erhalten wir diese Gleichung. Da jeder Cosinus sich zwischen minus 1 und 1 befinden muss, muss m halbe sich zwangsläufig zwischen minus 1 und 1 befinden, was bedeutet, dass m sich zwischen minus 2 und 2 befinden muss, damit diese Gleichung Lösungen in der Menge R haben kann. In dem Fall, wo m gleich Quadratwurzel von 3 ist, wird unsere trigonometrische Gleichung zu dieser da. Und die bisherigen Überlegungen führen diese trigonometrische Gleichung zu Cosinus von 2x plus Pi Sechstel gleich m halbe, also hier Quadratwurzel von 3 halbe. Quadratwurzel von 3 halbe, das ist der Cosinus von Pi Sechstel. Und somit führt die trigonometrische Gleichung zu dieser trigonometrischen Grundgleichung Cos gleich Cos, woraus wir schließen, dass der erste Winkel 2x plus Pi Sechstel gleich ist zu plus minus dieser zweite Winkel Pi Sechstel plus 2k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Wir haben also zwei Fälle zu bearbeiten, den ersten mit Minus, den zweiten mit Plus. Schauen wir im ersten Fall, die Gleichung wird zu dieser mit einem Minus. Pi Sechstel setzen wir rechts rüber, da wird Pi Sechstel zu minus Pi Sechstel, also haben wir rechts minus 2 Pi Sechstel, das heißt minus Pi Drittel. Jetzt teilen wir diese Gleichung noch durch 2 und erhalten so die erste Art Lösungen, minus Pi Sechstel plus K Pi, wo K eine beliebige ganze Zahl darstellt. Jetzt der zweite Fall mit Plus, der führt zu dieser Gleichung. Wir haben links und rechts vom Ist-Zeichen Pi Sechstel, die zwei Winkel verschwinden also, somit wird die Gleichung zu dieser, die wir noch durch 2 teilen, und so erhalten wir die zweite Art Lösungen, x gleich k mal Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Wir fassen diese zwei Lösungsarten in der Lösungsmenge zusammen. Die Lösungsmenge ist also die Menge der Winkel kpi und der Winkel minus pi Sechstel plus kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt.
Wir stellen diese Lösungen auf dem trigonometrischen Kreis dar. Alle Lösungen Kpi befinden sich da und da. Und alle Lösungen minus Pi Sechstel plus Kpi befinden sich da und da. Statt minus Pi Sechstel einzutragen, habe ich es vorgezogen, 11 Pi Sechstel einzutragen.